So, da machen wir mal weiter mit Teil 2. Es gab jetzt in der Pause vielfach den Wunsch, dass der eine oder andere etwas zum gelben Schein hören wollte und zu den Bodenrechten. Und dann habe ich noch rausgehört GEZ. Gibt es noch weitere Themen, damit ich das ein bisschen zeitlich ordnen kann? Gleich, GEZ. Wie wir das verstecken können, wenn man den Schadensersatz. Ich habe was mitbekommen heute, im Anwalt aus Spanien. Kann ich das ja mal geben, kannst vielleicht nochmal. Oder trägst es selber vor. Mal gucken nach. Gut. Also, drei Themen. Hat noch jemand, was mir jetzt unbedingt, weshalb er extra hierher gefahren ist, um es gelöst zu kriegen? Außer gelben Schein, GEZ, machen wir jetzt. Ich hätte noch kurz was. Bei mir geht es darum, meine Stadt, in der ich wohne, die will mir jetzt DDR-Land zurückverkaufen, wo mein Vater zu DDR-Zeiten auf Volkseigentum eine Garage draufgebaut hat. Und der Laden Bodenrechte. gehört uns, Ja. das Land. Die Stadt ist davon überzeugt, dass es der Stadt gehört und ich bin Ja, davon überzeugt, dass es der Stadt überhaupt nicht gehören kann. ja. Bodenrecht, Bodenreform, alles klar. Machen wir mit. Noch Sie irgendwelche Wünsche? Siegel. Siegel, gut. Einfach. Ich schreibe mir mal auf, kannst du mal aufschreiben, die 5 Stück sind. Also GEZ, GEZ, Bodenrechte, Bodenreformgeschichte. Ja, und vielleicht gehört es dazu, wenn man die internationale Apostille hat Apostille? Für sein Grundstück, ja. Ist das damit erledigt? Das habe ich mir schon gedacht. Auf das Seite. Ja. Hängt mit der Besatzung zusammen. Gut. Dann fangen wir erstmal an, GEZ. Ich denke mal, das ist das Thema, was momentan am meisten brennt. Ich habe also heute wieder einen Schriftsatz zu fertigen, wo jemand vor der Gerichtsvollziehung, Vollstreckungsgericht um die Ecke kommt. Also, was ist mit der GEZ los? Wir sind uns darüber einig, dass der Kaiser die GEZ nicht bestellt hat. Ich denke mal, da gibt es keinen, der das Gegenteil beweisen könnte. Die GEZ ist also eine Erfindung, die nach dem Putsch passiert ist, also ab 28.10.1918. Alles, was am 28.10.1918 passiert ist, ist, dass Max von Baden Verweser wurde und eine Verweserwahl. Also sozusagen, wenn man so sagen will, Besitzer, ohne dass er es erarbeitet hat. Oder Amtmann, ohne dass er ins Amt gewählt wurde. Da hat sich einfach gesagt, ich mache das jetzt und ich führe jetzt Gesetze aus. Und dann hat er das Amt den Friedrich Ebert übergeben und die ganze Kette ist dann losgelaufen. Der eine hat seine Nichtermächtigung an den anderen vererbt. Aber niemand kann mehr Rechte vererben, als er selber hat. Und durch Selbstermächtigung kann man nun mal nicht verwesert werden. Würde Max von Baden durch eine Volkswahl bestätigt werden, also das nach kaiserlichem Recht, also alle männlichen, Rustag-Deutschen ab 26 Jahren ihn gewählt hätten, dann wäre die Weimarer Republik ein Staat, genau in dem Moment, weil es einen handlungsfähigen Verweser hat. Aber dieser Übergang ist nicht passiert, aus mehreren Gründen. Der Kaiser ist in der Nacht drauf in die Niederlande geflohen und man hat ihn dort aufgelauert, er möge bitte die Abdankungsurkunde unterschreiben. Und wenn man sich die ganzen Urkunden alle anguckt, die rechtmäßig entstanden sind während seiner Amtszeit und die, wo er unterschrieben hat, dann merkt man, dass die Unterschrift anders ist, dass das Siegel anders sitzt und dass er anders unterschrieben hat als sonst. Da kann man sich überlegen, na, der hat vielleicht im Ausland gedacht, ist zu erholsam, zu gemütlich, macht das jetzt ein bisschen anders, wäre die eine Möglichkeit. Oder man kann sagen, er hat eine Pistole an den Kopf gesetzt und er hat dann einfach so unterschrieben, dass es irgendjemand, also wir später merken sollen. Und die Wahrscheinlichkeit halte ich doch eher für gegeben, weil er das Amt nicht aufgegeben hat und hat also bis zuletzt, als er dann noch gelebt hat, zuletzt dann nur in der Bundesrepublik, wenn ich richtig informiert war, hat er nicht gesagt, dass er abgetreten hat. Er hat auch den König von Preußen nicht ordentlich abgegeben, sondern es ist auch so eine Nötigung gewesen. Sodass man also dort nicht davon sprechen kann, dass die GEZ eine staatliche Organisation ist. Das ist einfach der Knackpunkt. So, die Gerichtsvollzieher sind privat unterwegs, weil Gerichtsvollzieherordnung hat man gelöscht, den Paragraph 1, und damit den Gerichtsvollzieher die Staatlichkeit entzogen. Die Frage ist nur, wo hat das Gericht denn die Staatlichkeit her? Und das Siegelrecht aber noch. Und das hängt also damit zusammen, wann habe ich denn eine staatliche Organisation? Eine staatliche Organisation habe ich mit einer Gründung einer Gebietskörperschaft, was vom Verweser bestätigt, per Ernennungsurkunde ausgereicht worden ist. Das hat kein einziges Amtsgericht in der ganzen Bundesrepublik, weil das alles als Firmen angemeldet sind. So, die Firmen haben ein Warnzeichen, das so aussieht wie ein Siegel, aber das staatliche Siegel ist immer das, was in einem bestimmten Gebiet am 27.10.1918 bestanden hat. Wenn ich mir das Siegel, wenn ich ins Stadtarchiv gehe, mir die Siegelkarte kopieren lasse, wo alle Siegel der Reihe nach drauf sind, damit die wissen können,
Ist es ein amtliches Schreiben, ist es ein nicht-amtliches Schreiben? Und wenn ihr in die Gesetze reinguckt und seht, nicht-amtliches Inhaltsverzeichnis, ja, alle souveränen Staaten machen Gesetze mit nicht-amtlichen Inhaltsverzeichnissen. Ja, machen wir also. Nee, machen sie nicht. Wenn ein nicht-amtliches Inhaltsverzeichnis steht, ist es ein nicht-staatliches Ding. Ja, wenn im ursprünglichen Gesetz des Kaisers im Strafgesetzbuch an den Paragraphen keine Buchstaben dran waren, und jetzt sind welche dran, und da muss immer drin rumgemalt haben. Eine Erklärung gibt es nicht. Von alleine sind sie nicht dahin geladen. Ja? So, und wenn da Paragraphen gelöscht werden oder Gesetze aufgehoben werden, das sind Sachen, die nur ein Verweser da. Ein Verweser ist berechtigt, ein Gesetz zu löschen oder ein neues auszufertigen. Und wir haben keinen Verweser, weil der Kaiser hat keinen eingesetzt, solange wir im Amt waren, hat alles selber gemacht. Und der danach kommt, Max von Baden, hat sich selber ermächtigt. Also gibt es keine staatliche Legitimation. Und das ist bis heute so. Die Bundesrepublik hätte es schaffen können, hätten sie 1956 nach Ende der Kriegshandlungen eine Wahl gemacht. Nach Ende der Kriegshandlung ist ja jedes Land nach HLKO berechtigt, einen gesetzlichen Gesetzgeber zu wählen. Und genau bei der ersten Wahl haben sie eine Listenwahl gemacht und gegen ihr eigenes Grundgesetz verstoßen. Und alle nachfolgenden Wahlen haben natürlich den Geburtsfehler geerbt, weil auch die nachfolgende Generation war nicht berechtigt, zur Wahl aufzurufen. Und dann setzt sich das weiter fort, sodass dann irgendwann mal das Bundesverfassungsgericht am 25.07.2012 gesagt hat, seit 1955 und 1956 war nicht der gesetzliche Gesetzgeber am Werk. Das heißt also, die ganze Gesetzgebung, auch das, was der GEZ, ist alles aus dem blauen Dunst erstanden. So, jetzt kommt... Was macht dich so sicher, dass die das vergessen haben? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Na, du hast gerade gesagt, die haben das vergessen, das so zu machen. Das war ironisch. Also die versuchen etwas Falsches zu machen und das Falsche laufen zu lassen. Vielleicht wollen die auch was Falsches machen. Sie machen was Falsches und lassen es laufen. Na? Und dann versuchen sie, ihn davon abzuhalten, dagegen Einsprüche zu erheben. Und wenn das 5-6 Jahre gelaufen ist, sondern wir haben das schon immer so gemacht. Ich habe zum Beispiel vom Bundeswahlleiter gehört, wir haben schon immer alle, die im Melderegister waren, als Wahlberechtigte angesehen. Das ist schon immer so gewesen. Na, wieso denn? Wir müssen doch die deutsche Staatsangehörigkeit erfüllen. Da hat er uns gesagt, es gibt kein Gesetz, was die Gemeinde verpflichtet, die Gültigkeit des Wählerregisters zu prüfen. Und jetzt hat man noch nachgelegt und hat einfach die Maske gelöscht, wo noch kontrollieren kann, wer welche Staatsangehörigkeit hat denn der angebliche Wahlberechtigte. Und dann kann jeder nur selber seinen eigenen Eintrag sehen. Und damit ist doch der Wahlbetrug Tür und Tor geöffnet. Da kann doch irgendein beliebiger Einwanderer sich zum deutschen Staatsangehörigen machen, indem er einfach sich in der Gemeinde anmelde. Da würde problemlos einen Personalausweis kriegen, da würde problemlos ein halbes Jahr dort wohnen können. Und dann ist der wahlberechtigt auf einmal. Und dann Bürgermeister? Ja, wenn der Bürgermeister dann gewählt wäre. Das ist natürlich schon ein Problem. Und was ist denn mit den Wahlen los? Viele sagen ja, die Wahlen sind ungültig. Da muss ich die Gegenfrage stellen, muss man denn für die Wahl eines Notstandsleiters ein gültiges Wahlprozedur haben? So, die Frage kann man klar mit Nein beantworten. Ganz einfach, wenn so ein Verkehrsunfall zwei auseinanderfahren und einer muss der erste Hilfe leisten, dann ist der in dem Moment Notstandsleiter. Ich habe noch keinen Verkehrsunfall gesehen, wo sie erstmal abgestimmt haben und über drei Wahlgänge herausgefunden haben, wer denn nun dem Verletzten als erster helfen muss. Und das ist nämlich der Sinn und Zweck des Notstandsrechts. Die Bundesrepublik wählt nur Notstandsleiter, bloß wir wissen es nicht. Und die sagen, wenn mich keiner zur Haftung schickt, dann mache ich einfach weiter. Und das ist genau das, was im Buch Präsident mal gesagt hat. Also wir stellen einfach was im Raum, dann warten wir ab, wenn nichts passiert. Und wenn nichts passiert, dann machen wir einfach weiter, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist der Demokratiebegriff des Europaparlaments. Und genau in derselben Masche läuft das. Solange es keinen Verweser gibt, der sagt, nein, das, was die Bundesrepublik seit 1955 gemacht hat, ist nicht staatlich, machen die einfach weiter. Also ist die einzige Lösung, eben diesen Verweser zu wählen. Der Reichskanzler kann es nicht. Da ist keine gesetzgebende Kraft. Da ist nur der Geschäftsführer der Verwaltungsmaschine. Die kann es geben. Möglicherweise sollte es unter staatlicher Kontrolle arbeiten. In Brasilien, in Deutschland hat sich es verselbstständigt. So. Und ich will jetzt nicht noch weiter ausholen, weil da wird es manchen hier schlecht, wenn ich wirklich erzähle, welche Staatsreligion die Bundesrepublik hat. Das lassen wir erstmal. Also Fakt ist, die Gerichtsvollzieher sind privat unterwegs. Die Gerichte haben auch keine Ernennungsurkunden, denn die Siegel sind nicht staatlich. Ich kann jedes Amtsgericht gehen, da ist diese
Da gibt es eine Aufstellung aller Richter, die da im Amt regelmäßig tätig sind. Geschäftsverteilungsplan, der ist nicht ordentlich gesiegelt. Ich habe noch keinen Geschäftsverteilungsplan gesehen, wo nicht Siegelbruch begangen wurde. Siegelbruch begeht man, wenn man das falsche Siegel drauf hat, wenn man es verdreht und wenn man ins Siegel reinschreibt. Das sind die drei Möglichkeiten, wo man einen ungültigen Vorgang erzeugen kann und die Leute es alle laufen lassen, weil sich niemand dagegen aufstellt. So, das heißt, die Willkürmaßnahmen laufen einfach. Nun muss man natürlich sagen, wie kann man sich denn dagegen wehren? Die kommen natürlich jetzt mit im Sixpack angefahren und wollen ihn natürlich dann mit zur Haft schicken. Und da muss ich mal sagen, das ist dann wie beim Banküberfall. Du hast die Möglichkeit, als Geisel einen Helden zu spielen und kannst natürlich versuchen, dem einen die Waffe aus der Hand zu schlagen und dann die 10 oder 15 Gangster zu erlegen. Wenn dir das gelingt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 15 gegen dich, kannst versuchen, vielleicht hast du Glück, aber ich denke mal, da findet noch ein paar Kumpels, die dann noch mit dazukommen und dich dann überwältigen. Und das ist die Situation, in der wir alle leben. Wir leben ja nicht in einem Rechtsstaat, hat der EuGH nun mal beschlossen, dass es nicht so ist, sondern wir leben im großen Banküberfall. Die Bank ist bloß so groß, dass wir es nicht erkennen, weil die Bank ist ganz Europa. Das Europaparlament ist nichts anderes als eine Bank mit einem Parlament. So, und die haben sich Mitgliedstaaten, also Untergliederung geschaffen und haben die Nationalstaatlichkeit, also Deutschland, wenn man so in Anführungsstrichen sieht, da Deutschland nur ein Begriff ist, ein juristischer und kein Land bezeichnet, untereinander aufgeteilt und wir machen alle irgendwie Banküberfall auf unsere Bankkonten, auf unseren Besitz und auf unsere Bodenrechte. Das ist das, was passiert. So. Und dann stellen sie sich vorne hin, Deutschland ging es noch nie so gut wie heute. So, das ist dann die Politik, die sie leibt und lebt. So, und die einzige Möglichkeit ist, dass du genau das Spiel machst, was die auch machen, indem du den ungültigen Vorgang erzeugst. Und mein Hausmittel in solchen Fällen ist, meinen Namen in Kruckbuchstaben zu unterschreiben, also richtig alle Buchstaben groß, und dann schreibe ich dort unter Nötigung und Erpressung und Haftandrohung. Und dann kann ich die eigenstaatliche Erklärung noch abgeben. Da kann sich der Richter und Bubs abwischen damit. Ja, nicht schwer. So. Ich habe ja letztens die Osterhaus unterschrieben. Osterhaus ist auch nicht schlecht, ja. Oder müssen wir da was sehen? Also ich habe da kein Problem damit. Ich kann ja jederzeit sagen, die haben mich bedroht. So, was sollte ich denn machen? Sollte ich mein Leben aufs Spiel setzen? Ja, und dann lasse ich den von dann ziehen. Sag tschüss und fort. So. Wenn man sehr viel Energie reinsteckt und Gewalt anwendet, weil ja viele sind ja nur emotional auch mal mit einem leichten cholerischen Anflug und der eine oder andere ist im Schützenverein, es ist keine gute Idee, weil nach HLKO Artikel 2 wird eine sich verteidigende Bevölkerung als Armee angesehen und die Armee darf dann mit Armeemitteln bekämpft werden. Und da wir uns noch am Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs befinden, rückt natürlich dann auch das Militär an. Und man sollte überlegen, ob das Sinn macht oder ob man einfach mal Osterhäuser oder was auch immer, aber möglichst in Großbuchstaben, dass es nicht anerkannt ist. Also das ist nie eine Unterschrift. Diese Unterschrift, die du dort gibst, ist wurscht, ob du Weihnachtsmann schreibst, die rühren sich mit dieser Unterschrift das Geld dort aus diesen Forms, wo unsere Geburtsurkunde. Also, ja, aber das also, da. Also kannst du sie verhindern, indem man ja, aber, sollte sich das Geld und ja, die Sache. Ist richtig, Hause. Aber was machen sie denn? Man muss ja wissen, die HLKO gilt. In der HLKO steht, dass die Steuereinnahmen nur so hoch sein können wie Einnahmen minus notwendige Verwaltungskosten minus Besatzungskosten sind gleich Kassenstand. Da kann man sich überlegen, Bundesrepublik hat wie viele Beamte? 16 Millionen ungefähr. Dann kommt noch 250.000 Bundeswehr dazu, 57.000 Geheimdienstangestellte. Rund muss man auf 18, 19 Millionen. 150.000 Beamte ist der notwendige Verwaltungsaufwand. Das ist nämlich das, was der Kaiser im Tag hatte vor seiner Entmachtung. Und zwar für das Gebiet von 1914. Das heißt, der Bundesrepublik würde Pi mal Daumen 90.000 Beamte zustehen. Und der Rest von den Beamten muss derjenige privat aus seiner Tasche bezahlen, der das Steuergeld abgezweigt hat. Die arme Sau Gerichtsvollzieher, sage ich nochmal. Der muss das privat aus seiner Tasche ersetzen. Und zwar den wirklichen Steuerberechtigten. Und die Steuern gehen zumindest zu einem gewissen Teil erstmal in die Schweiz. Dort gibt es ein sogenanntes Schattenkonto, wo das Geld erstmal eingezahlt wird. Und davon kann die Bundesrepublik für den Kampf gegen rechts, für die plötzliche Invasion, wir machen alle Türen und Toren offen, Geld wieder zurückholen und die unters Volk streuen. So, dass das keine rechtmäßigen Steuerausgaben sind, brauchen wir uns dann überlegen. Ne? Und dass es der Kaiser auch nicht persönlich abgeholt haben kann, können wir uns auch überlegen. Denn ich habe noch keinen Haushaltsplan des Staates gesehen, das ist immer nur Bundestag. Der Bundestag ist die Verwaltung. Oder die rechtmäßige Verwaltung müsste vom Kaiser eingesetzt werden, ist er nicht, sondern es ist Selbstermächtigung, weil wir keine ordentlichen Verwässerwahlen gemacht haben. Also ist die
der Haushaltsplan, der mit den Geldern, wo ihr immer denkt, wir haben Staatsschulden, wir haben einen Staatssteuerüberschuss, und war so schlimm, dass allen Ländern in Europa Himmel Angst geworden ist und sie deswegen Euro eingeführt haben, weil die nämlich die Schulden des Ersten Weltkriegs nicht mehr ausgleichen können. Besatzung ist Luxus. Wer ein Land besetzt, lebt in einem Schuldgeldsystem echt gefährlich, weil er wird zwangsläufig aufgrund seiner eigenen Gier und der eigenen Korruption zum Kriminellen. Kannst du gar nicht verhindern, die armen Amerikaner. Weil in jeder Verwaltung gibt es Korruption. Und sobald du dich gegen die HLKO verstehst, hast du früher oder später einen Haushaltsüberschuss. Geht gar nicht. Oder du wirtschaftest besser als der Kaiser. Du müsstest aber alle Computer zum Fenster raushauen und alle Bürokratie abschaffen. Und solange wir Computer und Bürokratie haben, ist die sichere Gewähr, dass wir uns vor Geld und Steuergeld nicht retten können, sicher. Also was macht Merkel? Halt das Geld raus, damit das nicht ins Unermessliche wächst. Denn sie will am Tage der Verweserwahl ein verbranntes Land hinterlassen. Die vergisst aber eins. Sie muss und ihr ganzer Beamtenstadel den Schaden, der angerichtet, ersetzen. Insofern finde ich die Idee, die hier die Kollegin hatte, gut. Sie sagt einfach, sie schreibt drauf und auf der Steuererklärung, dies ist ein Darlehen. So, da haben die ein Riesenproblem, weil Darlehen muss über ein Bundesverwaltungsamt als neue Schuld eingetragen werden. Darlehen sind immer nur Schulden. So, kann man machen. Ich schreibe immer drunter unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und Rückforderung. Und dies ist keine Schenkung. Das steht bei mir auf der Steuererklärung drauf. Und die schicke ich dann los. Und da haben die ein Riesenproblem mit der Verbuchung. Weil das Geldwäschegesetz, was sie sich selber geschaffen hat, verhindert nämlich, dass es verbuchen ist. Und da haben die ein Riesenproblem. Irgendwann kriegst du es dann wieder. Aber Schenkung finde ich natürlich noch eine bessere Idee. Und das ist das Schöne an dem Wissensausgleich, dass man sich auch wieder mal von anderen mal einen Tipp geben lassen kann. Und so müssen wir eben auch addieren. Wir müssen das aufnehmen, müssen gucken, müssen es prüfen, funktioniert es, ist es gefährlich und dann gucken, ob es geht. Was haben wir noch? Bodenrechte. Was sind Bodenrechte? Ihr wisst ja, habt ihr bestimmt mal in der Schule gehabt, im Jahre 9 hat im Teutoburger Wald eine Schlacht stattgefunden. Da hat nämlich die germanischen Völker das römische Heer platt gehauen. Und das römische Heer steht für das sogenannte Sklavenhalterrecht des römischen Reiches. Und das römische Recht ist so dann das, was die Juristen im ersten Semester lernen, damit die denken, das ist das Höchste der Rechtschaffung in dem Land. Im Prinzip ist es die Begründung des Sklavenhalterrechts von alten römischen Statthaltern und so, die also sich ja breit gemacht haben und wo dann die Germanen und auch die Wikinger, dass sie dann im Jahre 9 platt gehauen haben. So, und wer danach in diesem Land wieder siedeln durfte, durfte das nur mit dem Versprechen, dass er das Land, das Bodenrecht so nutzt, dass der Boden nicht ausgelaugt wird. Er musste also einen Fruchtwechsel machen, er durfte nur 6 Jahre lang das Land bewirtschaften, musste im 7 Jahr ruhen, konnte aber auf ein anderes Gebiet gehen, da konnte er säen, sodass der Boden nicht auslaugt. Und das ist der Grund, weshalb unsere Böden so fruchtbar sind. Dass es in den letzten Jahren verschlampert worden ist und dass man sich nicht mehr dran hält, ist die Folge, dass es jetzt in Thüringen vor allen Dingen merken, dass die Fruchtbarkeit der Böden nachlässt, weil sie eben jedes Jahr die Frucht abfordern und den Boden nicht ruhen lassen. Da übersäuert er alles und dann geht die Frucht zurück. Ja, also man hat also, wenn man den ein Jahr ruhen lässt, mehr Frucht, als wenn man den Boden durchgängig bewirtschaftet. So, und wenn der Boden missbraucht wird oder beziehungsweise die Völker, die hier da sind, ihr Bodenrecht dazu benutzen, um andere auszubeuten, um Krieg zu führen, um Reichtum anzuhören und um andere zu unterjochen, dann haben die kein legales Bleiberecht. So, und dieses Recht, was also damals von diesen Stämmen hier vergeben wurden, wenn man sich anguckt, wie lange existiert Polen ungefähr im Jahre 800 bis 900, auch Tschechien ist aus der Zeit 800 bis 900 entstanden. Vorneweg gab es das nicht. War das alles so germanisches Stammesgebiet, da gab es die verschiedenen Sprachen, aber es gab nicht die Völker, die wir heute kennen. Das Gebiet war riesengroß. Es ging oben südlich von der Wikinger lang, am Ural hinten runter, deswegen sind ja Moskau, gehört da noch mit dazu. Dann ging es runter bis zum Mittelmeer, unten am Mittelmeer hoch, an der Atlantikküste wieder hoch, bis nach der Grenze Norwegen, oben war der Wikinger. So, das ist das Riesengebiet, das ist das fruchtbare Land. Ein völlig autarkes System, wo ein Volk ohne äußeren Handel beliebig lange existieren kann. Es braucht weder einen Import noch einen Export, es kann völlig autark leben, weil alles, was wir brauchen, da ist. Von der Wegen haben zu wenig Rohstoffe, wir haben genug. Wenn wir das Land und unsere Landwirtschaft ordentlich betreiben würden mit Permakultur oder mit einer gesunden Landwirtschaft, mit Bio und ein bisschen Industrie, könnten wir leben in Saus und Braus, weil ohne Schuldgeldsystem haben wir überhaupt keine Not, Geld zu haben. Die Not kommt nur durch Schuldgeldsystem, das brauchen wir nicht. Viele Länder haben keine Zinsen, in arabischen Staaten gibt es das nicht.
Du kriegst das Geld, wenn du eine ordentliche Geschäftsidee vorweisen kannst und die gute Aussicht besteht, dass du es zurückzahlst. So. Bodenrecht. So, jetzt gab es im Prinzip mal ein Register, wo festgehalten worden ist, wer hat das Recht, auf dem Land so und so lange zu siedeln. So, und damit das nicht ausufert, hatte man irgendwann die Idee, ja, in der Generation, die ist ungefähr so 60, 70, 80 Jahre, 99 Jahre ist eine stolze Zahl, muss erstmal jeder schaffen, so ein Alter. Und da hat man das mal auf 99 Jahre festgelegt und alle 99 Jahre konnte eine Familie sagen, ich möchte das Stück Land weiter bewirtschaften oder ich möchte ein anderes Stück oder ich möchte kleiner oder größer haben. So, und dann wurde das eingetragen, da hat der Amtsmann den Eintrag gemacht und dann gehörte der Familie wieder das 99 Jahre das Stück. Wenn jetzt aber kein Nachtrag passieren kann, weil das Kataster in der Wilhelmstraße 1 in Berlin wurde nach dem Krieg nach Polen geschafft. Und dort ist es also in Krakau in der Bewachung, dass dort keiner drin rummalt. Das ist auch für die Russen als Sicherheit, weil sie müssen ja bei Friedensschluss das Land wieder rausgeben. Und da darf ja keine Differenz geben zwischen dem, wo der Staat geendet hat und das, wo der Friedensschluss ist. Ja? So. Und alles, was jetzt im Grundbuch und in der angeblichen Mutterrolle passiert, das sind alles elektronische Verzeichnisse, die man mit einem einfachen Klick löschen kann und damit sämtliche Spuren verwischen kann. Und es gab jahrelang immer wieder Angebote, wer denn die Grundbuchakten elektronisch einscannen, haben sie mich auch schon haben wollen, dafür habe ich gesagt, wenn ihr das macht, das ist grob illegal. Das darf niemand machen. Das darf nur ein Amtmann machen, damit ordentlich eingesetzt werden. Der darf das machen. Ansonsten müssen die Akten so bleiben, wie sie sind. Ist nun mal so. Ja, sie haben einige Dumme gefunden, die sich dann dazu breitschlagen lassen haben, dort Mikrofische und elektronische Abschriften zu erzeugen und dann haben die einfach die Akten verfeuert. Das ist also im großen Stil gemacht worden und damit war dem Grundstücksspekulation durch Ausverkauf Tür und Tor geöffnet. Das heißt, der Verweser müsste eben erstmal, hat gar keine andere Chance, die Grundstücksverkäufe vernichtig erklären. Und dann kommt eben das Problem zustande, wenn du die Grundstücke nicht ordentlich anmelden kannst, weil es eben diese staatliche Verwaltung nicht gibt, haben wir eine totale Willkür. Und der Besatzer ist trotzdem noch verpflichtet, den Stand von 1918 wiederherzustellen. Wie soll er das aber machen? Ja, wenn jetzt im Prinzip hast jetzt 10 oder 20 Millionen Invasoren dahinter, die zudem noch die 8 Millionen russische Bevölkerung, die in einem Rheinland siedelt, gefährdet, indem sie also dort eine Religion aufzwingen oder auch Kampfhandlungen ausführen, das ist eine richtige Gefahr. Und wenn die 6 Millionen sagen, Putin hilft, dann kommt er rüber. Hat er ja schon gesagt, wir sind so nicht Grenzen, wenn 2 Millionen oder so eine Grenze gemacht, mich um Hilfe anbieten. Und dass der natürlich dann empfangen wird von Bundeswehr und europäischer Schutztruppe, brauchen wir uns nicht lange überlegen. Und wie dann unser Land danach aussieht, brauchen wir uns auch nicht lange überlegen. Und die einzige Möglichkeit, die Sache zu verhindern, ist, dass wir in jeder Stadt eine Wahlkommission gründen, die mit dem Referendum entstehen muss. Das heißt, wir müssen nach bundesdeutschen Gesetzmäßigkeiten jeden dazu einladen, dafür zu bestimmen, dass das Siegel vom 27.10.1918 wieder benutzt werden darf, um gültige Ausweise und gültige Einträge einer auf freier Willensentscheidung Veräußerung des Nutzungsrechts über den Boden. Das kann man ja machen. Nutzungsrechte darf man immer verkaufen. Aber das muss einem alles im beiderseitigen Einvernehmen. Da kann es nicht sein, dass der Gerichtsvollzieher der GEZ um die Ecke kommt und sagt, ich nehme jetzt dein Haus weg, ich nehme deine Garage weg, ich trage dir eine Grundschuld ein, ich trage auch noch die Grundschuld vom Nachbarn ein, weil der nämlich kein Land hat. Auch das haben wir schon erlebt. Oder die Grundschuld bei der Frau eintragen, weil der Mann keine GEZ bezahlt hat, weil die Frau was hatte und der Mann nicht. Und die haben dann gesagt, die sind zusammen veranlagt, also kriegen sie die Schuld gemeinsam eingetragen. Und das ist eben die Sache, wo Goethe schon gesagt hat, wenn als Unrecht Recht wird, ist Widerstand Pflicht. Die Frage ist nur, wer fängt an. Und ich denke, die beste Möglichkeit, dass nicht irgendjemand sich verheizen lassen muss, ist, dass wir uns einfach hinstellen, wir wollen eine Wahl. Weil der Bundestag hat nun mal zugestimmt, vielleicht waren sie besoffen, vielleicht haben sie gekifft, die europäische Menschenrechtsrichtlinie zu unterschreiben. Und dort steht drin, dass wir uns einen gesetzlichen Gesetzgeber wählen dürfen. Wir haben das nicht gelesen, wir haben es aber nun mal abgestimmt. Und wenn das ist, machen wir das doch einfach. Weil Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Bundestag ist nicht der gesetzliche Gesetzgeber. Also haben wir das Recht, ihn zu wählen. Und zwar ohne die Frau Merkel zu fragen. Und das müssen wir einfach nur organisieren. Und das ist eben die Aufgabe, wo wir noch ein knappes Jahr Zeit haben. Weil wir wissen, 69 Tage vor dem Stichtag, dass der Verweser eine gültige Wahl hat, die Wahl auf die Wege bringen, weil da gibt es nun mal Regularien. Und wir müssen einen zweiten Wahlgang machen. Weil es kann ja sein, dass keiner die absolute Mehrheit erreicht. Und dann muss in der Stichwahl
erfolgen und da hast du noch 14 Tage. Also hast du 90 Tage und die 14 Tage für den zweiten Wahlgang und du musst auch eine Woche Wahlanfechtungsfrist noch zusätzlich mit einplanen, sodass du also sagen kannst, es ist nicht mehr viel Zeit. Wir müssen im Frühjahr 2017 aller spätestens die Wahl in die Wege leiten, um im Oktober einen Verweser zu haben, nächstes Jahr. 5 Minuten.